Wir möchten hier ein ganz besonderes Integral berechnen, und zwar das Kreisintegral. Angegeben wird der Kreis mit Zentrum 0, 0 und mit Radius r, und diesen Radius kann ich hier nach Belieben einstellen. Dieser Kreis hat als kartesische Gleichung x² plus y² gleich r². Und wenn wir diese Kreisgleichung nach y auflösen, so finden wir zwei Kreisfunktionen. Die mit Plus versehen, das ist die Funktion, die durch den oberen Halbkreis dargestellt wird, und die mit Minus versehen, das ist die Funktion, die durch den unteren Halbkreis grafisch dargestellt wird. Konzentrieren wir uns auf die obere, das heißt die mit dem Plus versehen. Wir lassen den unteren Halbkreis jetzt mal weg. Was wir hier machen möchten, ist dieses Kreisintegral hier berechnen. Das heißt, das Integral von 0 bis r von der Kreisfunktion plus Quadratwurzel aus r² minus x². Dieses Kreisintegral möchten wir hier bestimmen. Und dazu muss man, wenn man die Integration per Variablenwechsel nicht kennt, was häufig der Fall ist in Sekundarschulen, dann muss man die Stammfunktion von dieser Quadratwurzel bestimmen. Und das ist ein harter Brocken. Aber gehen wir in frohen Mutes an, Stammfunktion von dieser Quadratwurzel beginnt sofort mit einem Trick. Wir machen aus der Wurzel einen Bruch, also teilen wir durch 1 und multiplizieren diesen Bruch oben und unten mit dieser Quadratwurzel. So findet man diesen Bruch. Und das hier ist dann die Stammfunktion einer Differenz. Es ist die Stammfunktion von r² geteilt durch die Wurzel minus x² geteilt durch die Wurzel. Und die Stammfunktion einer Differenz, das ist die Differenz der Stammfunktionen. Also können wir diese Stammfunktion in diese Form schreiben. Es ist die Stammfunktion von r² geteilt durch die Wurzel, wo das r² sofort als multiplikative Konstante aus der Stammfunktion rausgeflogen ist. Und dann bleibt noch Stammfunktion von minus x² auf die Wurzel. Also plus Stammfunktion von minus x² auf die Wurzel. Kümmern wir uns zuerst um diese Stammfunktion. Stammfunktion von 1 geteilt durch diese Wurzel. Die kann man so berechnen. Stammfunktion von 1 auf diese Wurzel, das erinnert irgendwie an Arcus Sinus, stünde hier eine 1. Die steht aber nicht da. Die hätte ich aber gerne. Und wie so oft in der Mathematik, wenn man nicht das hat, was man gerne hätte, dann holt man es sich. Um hier eine 1 zu erhalten, müsste ich hier durch r² teilen. Und um das zu erhalten, multiplizieren wir diesen gesamten Bruch oben mit 1 auf r und unten ebenfalls. Und diesen Bruch 1 auf r setzen wir jetzt unter die Quadratwurzel. Da wird der Bruch zu 1 auf r². Und 1 auf r² muss dann auf diese Differenz verteilt werden. Und somit finden wir unten 1 auf r² mal r², das heißt 1, so wie wir es wollten. Und hier haben wir dann x² auf r², also x auf r im Quadrat. Was wir also bisher haben, ist das hier. Die einfache Substitution u gleich x auf r führt dann sofort zu Arcsinus von x auf r. Das heißt, diese Stammfunktion ist nichts anderes als Arcus Sinus von x auf r. Also können wir hier diese Stammfunktion durch Arcsin von x auf r ersetzen. Dann tun wir das auch, ist gerade passiert, so brauchen wir diese Rechnung nicht mehr. Jetzt kümmern wir uns um diese zweite Stammfunktion. Das minus x² schreiben wir zuerst einmal in die Form x mal minus x. Warum machen wir das? Weil wir hier in diesem Bruch die Ableitung von dieser Quadratwurzel erkennen.
Denn die Ableitung von dieser Wurzel, das ist der Bruch, dessen Zähler die Ableitung vom Radikant ist, das heißt minus 2x, also steht oben minus 2x, geteilt durch 2 mal die Wurzel, so wie sie da steht. Also geteilt durch 2 mal diese Quadratwurzel. Und diese zwei Zweier werden weggekürzt und so sieht man effektiv, dass dieser Bruch die Ableitung von dieser Quadratwurzel ist. Und jetzt suchen wir die Stammfunktion von diesem Produkt von zwei Funktionen, wovon aber eine Ableitung ist. Dann kann man das partial sehr schnell erledigen. Und somit sehen wir, dass wir diese Stammfunktion durch diese Differenz ersetzen können. Genau das machen wir, ist gemacht. Aber jetzt sieht das aus wie ein Teufelskreis. Denn wir suchen diese Stammfunktion und haben herausgefunden, dass diese Stammfunktion dasselbe ist wie diese Summe minus genau dieselbe Stammfunktion, die wir eigentlich suchen. Um jetzt weiter zu rechnen, könnte man denken, also müssen wir diese Stammfunktion suchen, dann beginnen wir wieder von vorne und dann wieder von vorne, so entsteht ein Teufelskreis. Aber wir haben hier Glück. Die Stammfunktion, die hier noch zu berechnen bleibt, ist mit einem Minus versehen. Wenn wir die also hier wegnehmen und links rübersetzen, dann steht links die Stammfunktion plus sie selbst. Und diese Stammfunktion plus sie selbst, das macht zweimal diese Stammfunktion. Also zweimal diese Stammfunktion ist gleich zu dieser Summe. Und dann setzen wir die zwei noch rechts rüber. Diese Summe wird dann durch 2 geteilt. Und so finden wir doch unsere Stammfunktion. Stammfunktion von dieser Quadratwurzel ist also diese Summe geteilt durch 2. Das war schon ein Stück Arbeit. Um also jetzt unser Kreisintegral zu berechnen, brauchen wir nur noch die Variation von dieser Stammfunktion von 0 bis r zu berechnen. Also was übrig bleibt, ist, dieses Integral wird berechnet durch Variation von dieser Stammfunktion von 0 bis r. Das geht rasch. Schauen wir zuerst bei r. Wir ersetzen überall x durch r. Dann finden wir r² halbe mal 8 Sinus von r auf r. R auf r, das macht 1. Und 8 Sinus von 1, das macht Pi halbe. Und der hintere Term ergibt sofort 0, denn wenn wir hier x durch r ersetzen, dann ist der Radikant r² minus r², also 0. Dieser Term entfällt dann. Jetzt bei 0. 8 Sinus von 0, das macht 0. Und wenn wir hier x durch 0 ersetzen, ergibt dieser Term ebenfalls 0. Was bleibt letztendlich übrig? R² halbe mal 8 Sinus von 1, das heißt mal Pi halbe. Und das ergibt Pi R² Viertel. So haben wir also herausgefunden, dass dieses Integral gleich ist zu Pi R² Viertel. Das nennt man das Kreisintegral. Und es lohnt sich wirklich, dieses Integral zu kennen, denn es kommt öfters zum Einsatz. Wie zum Beispiel, um den Flächeninhalt vom Kreis selbst zu bestimmen. Diese Formel besagt also, dass der Flächeninhalt von dem gesamten Kreis viermal dieser Flächeninhalt ist. Das heißt viermal diesen Bruch. Und viermal dieser Bruch, das macht Pi r². So haben wir also beweisen können, dass der Flächeninhalt vom Kreis effektiv berechnet wird durch Pi r². Man kann durch das Kreisintegral auch beweisen, dass der Flächeninhalt einer Ellipse ganz einfach berechnet wird durch Pi mal die große Halbachse mal die kleine Halbachse. Man kann durch das Kreisintegral zum Beispiel auch den Rauminhalt von einem Torus bestimmen.
All das geht. Und in vielen anderen Bereichen kann man dieses ganz besondere Integral noch einsetzen.